Zum Anfang jeder Season mache ich auf diesem Kanal immer eine bestimmte Art von Video und da ich vor ein paar Tagen mit juckenden Augen und einer kribbelnden Nase aufgewacht bin, ist es wieder Zeit für ein Video zu den besten Klamotten im Frühling. Der Frühling steht vor der Tür, ich bin gerade wieder dabei, meine Wardrobe so ein bisschen umzustrukturieren und da habe ich gedacht, ist es wieder Zeit für ein Video, in dem ich über die Klamotten rede, die ich jetzt in der kommenden Season tragen möchte. Wie gesagt, ich habe das ja schon öfters zum Anfang von Jahreszeiten gemacht und das ist bisher immer gut bei euch angekommen. Dementsprechend mache ich das jetzt wieder. Ich werde in dem Video jetzt quasi einmal alle Klamotten aufzählen, die ich so plane, jetzt im Frühling zu tragen. Ich finde solche Videos erstens immer cool, wenn man sich da echt gut Inspo sammeln kann. Ich habe euch auch in der Videobeschreibung ein Pinboard verlinkt, in dem ich nochmal ein paar mehr Inspo-Bilder drin habe, also über die Bilder hinaus, die ich jetzt hier in einem Video einblenden werde, damit vielleicht der ein oder andere noch ein bisschen mehr Inspo sammeln kann. Und außerdem gucke ich mir solche Videos auch von anderen Leuten immer gerne an, weil ich einfach so die persönliche Styleentwicklung immer gerne verfolge und dann entwickelt sich ja immer von Jahreszeit zu Jahreszeit ein bisschen weiter. Ich habe mir wie immer unten ein bisschen was aufgeschrieben, das heißt, wundert euch nicht, wenn ich ab und zu auf den Boden gucke. Ansonsten natürlich viel Spaß beim Video, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und damit würde ich sagen, starten wir rein. Für mich persönlich ist der Frühling fast die beste Jahreszeit, wenn es darum geht, Outfits zu kreieren. Ich finde, man hat, was das Wetter angeht, immer so den perfekten Sweet Spot zwischen warm genug, um sich einfach chillig anzuziehen, aber auch immer noch kalt genug, um gut leeren zu können, also Hoodie, T-Shirt und vielleicht noch eine Jacke drauf zu tragen. Und es wäre auch wirklich die beste Jahreszeit, wenn ich nicht mit den absolutesten Pollenallergien gebläst wäre, also lässt es hier ironisch gemeint, es ist einfach nur noch nervig. Aber genau beim Thema Layern hängen wir uns jetzt auf und fangen mit dem Thema Jacken an, weil ich glaube, dass man diesen Frühling wieder viele verschiedene Jacken tragen wird und auch sehen wird, die echt nice sind. Angefangen mit einer Sache, die ich wirklich sehr oft gelesen habe. Ich habe nämlich auch einen Fragensticker in meiner Instagram-Story geteilt, wo ich euch gefragt habe, was ihr so tragt. Und da haben ziemlich viele Leute geschrieben, dass sie eine Lederjacke anziehen wollen. Und das sehe ich auf jeden Fall genauso. Lederjacken kommen auf jeden Fall wieder sehr, sehr nice. Man muss da natürlich eine gute finden. Aber vor allen Dingen diese Used-Vintage-Look-Lederjacken, die so ein bisschen abgenutztes Leder haben und meistens so einen kleinen Fade drin haben, kommen sehr, sehr stark. Man kann die halt auch super einfach in Outfits einbauen. Also so eine Lederjacke ist zeitlos. Die geht eigentlich fast immer. Und da passt das dann auch viele verschiedene Styles, viele verschiedene Farben und einfach viele verschiedene Outfits. Ich finde die immer vor allen Dingen sehr nice kombiniert, wenn man so ein bisschen schickeren, vielleicht Business-Core-Style hat. Hier wie solche Outfits, das sind für mich diese ganz typischen Business-Core-Pinterest-Outfits. Ich finde, da kommt das sehr, sehr cool. Abgesehen davon kann man die aber auch ganz einfach in so einem ganz klassischen Streetwear-Style kombinieren. Also Trendvision zum Beispiel hat er ja sogar eine Lederjacke rausgebracht. Und da sieht man ja auch, dass es trotzdem sehr gut funktioniert. Auch hier ist dieses Verwaschene sehr, sehr nice und kommt sehr, sehr hart. Ich muss aber auch dazu sagen, dass an mir persönlich Lederjacken meiner Meinung nach nicht so gut kommen, weil ich einfach nicht der größte Typ bin. Und ich finde, dass Lederjacken meistens eher bei großen Leuten cool aussehen. Es gibt natürlich wie immer Ausnahmen und das ist auch nur meine subjektive Meinung. Aber deshalb finde ich halt, dass Lederjacken bei mir nicht so nice kommen. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr nicer Pick für den Frühling. Was Jacken angeht, die ich gerne tragen möchte, gibt es zwei Kategorien. Erstens Workwear-Jacken. Ich glaube, das sage ich gefühlt jede Jahreszeit. Und es ist auch einfach so, Workwear-Jacken kann man wirklich jede Jahreszeit tragen. Ich meine da zwei bestimmte Arten. Einmal diese ganz typischen Harrington-Jacken. Oder nennt man die Harrington-Jacken? Also hier solche Arbeiterjacken, die einen ganz normalen Kragen haben, meistens von Kart oder Dickies sind und sehr oft in so einem Used-Look stattfinden. Und dann auf der anderen Seite die ganz klassischen Active-Jackets von Carhartt, also quasi die ohne Kragen und dafür mit Kapuze. Auch meistens von Carhartt gibt es, aber auch von Dickies gibt es, von Stussy Workwear gibt es, von ganz vielen verschiedenen Marken. Und die sehen auch meistens Vintage am nicesten aus. Ich habe von beiden Arten jeweils eine. Meine beiden sind von Carhartt. Ich finde die ohne Kapuze deutlich cooler momentan. Die finden nämlich meistens noch ein bisschen gecroppter und sind auch teilweise noch ein bisschen wärmer, was jetzt vor allem gerade im Februar echt noch ganz nice kommt. Aber da kann man auch übelst variieren. Also das findet ihr, wie gesagt, sowohl bei Carhartt, Dickies, aber auch bei Marken wie Stone Island, Stussy, dem ganzen Kram. Da kann man auf jeden Fall viel rumgucken. Ich würde euch da aber sowieso in erster Linie immer empfehlen, Vintage zu gucken. Bei so Workwear-Sachen wird man Vintage meistens am besten fündig. Da kann man easy Geld sparen und hat dann meistens noch ein uniques Piece, weil die ja Vintage sind und so quasi nur noch einmal verfügbar sind. Und das ist dann wirklich ein easy Cop, mit dem man easy eine Übergangsjacke für die komplette Jahreszeit hat. Und der zweite Part von den Jacken, die ich gerne tragen möchte, sind Gorpcore-Jacken. Damit meine ich alle Jacken, die in diesen Mischstyle von Streetwear und Outwear passen. Windbreaker zum Beispiel finde ich wieder sehr interessant. Es gab ja hier diesen Umbro-Windbreaker zum Beispiel, den ich sehr, sehr hart fand. Aber auch ganz normale Outwear-Jacken, wie hier zum Beispiel die von Supreme mit Kermit, dem Frosch hinten drauf, ist auch sehr, sehr hart. Also ich finde auch, abgesehen davon, dass Kermit da drauf ist, dass die sehr cool kommt, das muss das sehr gut. Die ist mit Gore-Tex, was natürlich immer sehr nice ist, gegen so einen Frühling, wo es doch nochmal ganz schnell regnen kann. Und da kommt sowas auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und vor allem in meinem Style, wo ja sowieso immer mehr so Elemente aus Outdoor-Kleidung vorkommen, passt es auf jeden Fall super rein und dementsprechend werde ich wahrscheinlich wieder so rumlaufen. Und noch eine Art von Jacken, die jetzt auch im Frühling sehr nice kommen wird, sind Bomberjacken. Ihr habt auf dem Kanal hier ja schon eine gesehen, die ich einfach random bei irgendeinem Military Shop bestellt habe. Und das würde ich auch euch empfehlen. Also wenn ihr da eine braucht für wenig Geld, dann guckt immer erstens bei Army Shops. Da findet ihr die teilweise für unter 50 Euro in einer validen Qualität, die jetzt nicht überragend ist, aber die einfach gut ist. Und da kann man dann echt sehr schnell nice Fundstücke machen. Ich habe allerdings jetzt auch mittlerweile die von No Face Studios und da muss man natürlich sagen, die ist auf jeden Fall deutlich krasser als die aus dem
im Army-Shop. Blendet euch hier ein paar Fotos ein. Ich glaube, die meisten von euch kennen die eh. Die ist so wendebar. Sehr, sehr breit, sehr, sehr gecroppt, aber auf jeden Fall sehr, sehr hart. Und ich glaube, dass diese Art von Jacke auch im Frühling sehr stark kommen wird. Das war's zum Thema Jacken. Ich glaube, das war wahrscheinlich schon der größte Themenblock in diesem Video, weil alles andere bei mir immer relativ gleich bleibt. Wenn wir uns mal am Outfit weiterhangeln, wir haben jetzt die Jacken abgeschlossen. Unter der Jacke sind meistens die Pullis bzw. die Sweater. Und ich glaube, da kann man im deutschen Frühling nicht so viel variieren. Natürlich, es wird alles ein bisschen leichter, weil es wird wieder deutlich wärmer. Aber auch da ist es wieder ganz klassisch. Man hat die ganz klassischen Hoodies, die Zip-Hoodies, die eigentlich immer gleich bleiben. Und da würde ich sagen, fährt man gerade am besten, wenn man einfach simple Sachen holt. Bin da ein großer Fan von Basic Zip Hoodies. Ich habe zum Beispiel einen von 99 Base, der einfach grau ist, den man auf easy fast alle Outfits anziehen kann. Der hier zum Beispiel ist ja auch blau. Klar, das Blau ist auf jeden Fall ein bisschen auffälliger, aber da ist auch nichts groß drauf, außer hier auf der Brust ein kleines TRV. Und das ist so das, was ich an Hoodies am meisten trage. Ich finde generell, dass Zipper momentan sehr cool kommen. Mit denen hat man halt auch immer die Möglichkeit, die aufzumachen und dann drunter irgendwas anderes noch zu tragen. Aber das ist nicht weiter spannend, dementsprechend würde ich da gar nicht so viel drüber reden. Eine Sache, über die ich aber auf jeden Fall reden würde, sind Zipjacken, und zwar Zipjacken ohne Kapuze. Weil ich habe das Gefühl, dass die sehr oft übersehen werden, weil die manchmal vielleicht ein bisschen zu schick oder zu sportlich rüberkommen. Aber ich habe versucht, die ein bisschen mehr zu tragen und ein bisschen mehr in meinen Style einzubinden. Und da habe ich gemerkt, dass das wirklich sehr nice Pieces sind, mit denen man easy ein Basic-Outfit zu einem erweiterten Basic-Outfit machen kann. Erstens kann man bei diesen Jacken beim Stoff super gut variieren. Ich habe da zum Beispiel hier diese grüne von Needles, was einfach so eine ganz klassische Track-Jacket ist, aus so einem Sportstoff und ansonsten nicht weiter auffällig. Also der Grünton ist sehr schön und die hat hier an den Seiten noch diese Striche. Aber die steht dann zum Beispiel in meinen Augen komplett im Kontrast zu hier dieser Jacke von 99 Base. Die ist nämlich gestrickt und kommt dann irgendwie direkt viel schicker und nicht mehr so lässig rüber. Obwohl es ja am Ende des Tages eigentlich dieselbe Silhouette ist. Und das finde ich dann irgendwie ganz cool und das habe ich mir vorgenommen, dass ich das im Frühling öfters tragen möchte. Hier muss man dann halt echt gucken, wo man gute herbekommt. Also ich finde vor allem die von Needed sehr, sehr cool. Die sind aber auch meistens sehr, sehr teuer. Also ich habe meine jetzt Secondhand bekommen. Und selbst da, also im Resale, zahlt man da immer noch teilweise echt viel Geld. Trotzdem wollte ich das auf jeden Fall mal anbringen, weil das irgendwie in meinen Augen nicht so viele Leute auf dem Schirm haben, wo das ja eigentlich ganz banal ist, so Track-Jackets zu tragen. Die kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ein letzter Call, der auch im Frühling nicht fehlen darf, sind Cardigans, beziehungsweise generell alle Knitwear-Sachen. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich generell in letzter Zeit wieder übelst der große Fan von Knitwear geworden bin. Seien es Strickzipper, zum Beispiel der von 99 Base oder die von Colors oder halt auch Cardigans. Und vor allen Dingen bei Cardigans oder bei so Sweatern achte ich dann übelst oft darauf, dass sie so eine fuzzy Oberfläche haben. Was Cardigans angeht, kann man da mittlerweile bei Weekday wirklich easy welche finden. Die verkaufen da echt viele in echt nicen Colorways mit einem validen Fit, wo man dann auch nochmal schnell so ein bisschen mehr Form ins Outfit bringen kann. Das finde ich mal ganz nice. Bei Sweatern muss man dann ein bisschen mehr gucken. Es gibt jetzt mittlerweile auch sehr viele Streetwear-Brands, die schon was in die Richtung rausgebracht haben. Wobei ich da mittlerweile eher ein Fan von so cleaneren Sachen, also ohne irgendeinen großen Print vorne drauf bin. Da wird es dann ab und zu ein bisschen schwerer, was zu finden. Aber auch hier kann man bei den verschiedensten Marken gucken. Man kann Vintage schauen. Stone Island hat sowas. Weekday hat sowas. Also da ist für jedes Preisbudget irgendwas am Start. Und das wollte ich hier auch noch nennen. Also ich glaube, das ist so eine Sache, die ich auch ein bisschen mehr versuche, in meinen Style einzubringen im Frühling, wobei ich so Stricksachen eh schon echt viel trage in letzter Zeit. Also diese ganzen Knitzipper und sowas, das kommt schon sehr, sehr nice im Frühling. Ein letzter Pick, was Oberteil angeht für den Frühling, habe ich aber noch, und zwar Jerseys. Letzten Sommer hatten wir schon fast eine Epidemie von Football-Jerseys, also von Fußball-Jerseys, die so in der Streetwear-Gegend getragen wurden. Ich fand es persönlich sehr cool. Also ich finde, dass so Jerseys oder generell so ein sportlicher Style immer sehr, sehr cool kommt. Und umso mehr freut es mich, dass echt viele Leute mittlerweile hingehen und Football-Jerseys tragen. Also keine Fußball-Jerseys, sondern von Football, also American Football. Ich finde, das kommt sehr nice. Die kann man im Frühling, vor allen Dingen, wenn es Richtung Ende vom Frühling geht, vor allen Dingen sehr gut kombinieren, wenn es ums Layern geht. Also einfach so ein Football-Jersey mit einem Longsleeve oder einem dünnen Sweater darunter. Das kann sehr, sehr cool kommen. MLMH zum Beispiel hatte hier das Jersey rausgebracht und das auch beim Shooting so gestylt, dass darunter einfach so ein graues Crewneck getragen wurde. Sowas kann man sehr, sehr cool stylen. Das passt dann auch zu den ganzen Timberlands, die aktuell auch sehr im Hype sind. Dazu komme ich gleich noch. Und bei den Jerseys kann man halt auch wieder super Geld sparen, wenn man einfach in den Local Thrift Store geht und da einfach mal 2, 3, 4, was weiß ich, 5, 10 Euro mitnimmt. Die sind ja teilweise echt günstig und können teilweise richtig, richtig hart kommen. Ich habe tatsächlich auch mittlerweile schon wieder 1, 2, 3 Brands gesehen, die sowas in die Richtung rausbringen. Wie gesagt, MLMH hatte ja schon letztes Jahr das rausgebracht, das habe ich sogar. Und damit kann man da vielleicht echt auch nochmal ein nices Outfit machen, was dann nicht nur aus irgendeinem Sweater bzw. einem Hoodie und einer Jeans besteht, sondern halt wenigstens einen kleinen Layer noch drin hat, um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen. Von den Oberteilen gehen wir zu den Hosen. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe bei den Hosen jetzt nicht wirklich viel. Ich finde, was Hosen angeht, ist mein Style-Game aktuell nicht wirklich divers. Also ich trage eigentlich fast immer dieselben Hosen. Entweder Cargos oder Jeans, immer in irgendeinem ausgewaschenen Stil, was ja auch
fast die meisten gerade tragen. Ich glaube, es gab keine Zeit, zu der es so viele ausgewaschene Baggy-Denims in jedem erdenklichen Shop oder bei jeder erdenklichen Brand gab. Meine persönlichen Favorites sind da immer noch die von Transvision, also die Transvision Basic-Denims. Davon habe ich gerade auch wieder eine an. Die finden einfach super, haben hinten an der Tasche noch ein paar coole Details und haben halt auch einfach eine ganz nice Auswaschung. Davon gibt es aktuell zwei Colorways, einmal hier den blauen und den grauen. Die habe ich beide. Es wurden aber auch schon neue Colorways angekündigt. Also das Transvision-Team ist da fleißig am Leaken. Es gab da zum Beispiel hier diesen Colorway, den ich auch ganz cool fand. Ich glaube, damit kann man echt viel machen, aber das ist auf jeden Fall nicht die einzige Brand, bei denen ihr solche ausgewaschenen Denims kaufen könnt. Also von Weekday über Vicinity bis zu Acne findet ihr da überall Denims in verschiedenen Preisklassen, die immer nice finden, immer nice aussehen und immer easy zu kombinieren sind. Wenn die dann noch so ein paar kleine Distress-Details haben, sind die für mich perfekt. Also das kommt früher oder später vom Tragen sowieso, wenn man seine Denim wirklich trägt und nicht nur einmal die Woche oder so anhat, dann ist sie früher oder später eh unten kaputt, weil man die ganze Zeit drauf tritt. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt auch noch die Cargos, die meistens genauso ausgewaschen sind, meistens auch noch hier und da ein bisschen Distressed Details haben und halt auch genau denselben Fit haben. Ich weiß, dass es mittlerweile echt viele Leute gibt, die auch wieder richtig krass in die Flared Cut oder Boot Cut Richtung gehen. Das kann man auf jeden Fall auch tragen. Das gibt auch sehr, sehr coole Looks. Hier in dem Video kann ich da aber nicht so wirklich drüber reden, weil es ja um meinen Style geht und mir stehen die halt wirklich gar nicht, weil ich erstens zu klein dafür bin und zweitens zu ausgeprägte Fußballerbeine dafür habe. Die meisten Leute, die früher aktiv Fußball gespielt haben, die werden das auf jeden Fall fühlen. Also da ist es unmöglich, eine Hose zu tragen, die um Oberschenkel vielleicht ein bisschen enger geschnitten ist und unten dann weiter wird. Bei mir sieht es immer trash aus, aber falls ihr die Statur dafür habt, dann checkt das auf jeden Fall auch mal aus. Ich habe euch, wie gesagt, im Pinboard auch dazu ein paar Outfits verlinkt. Das sieht ganz cool aus, man muss aber halt wirklich die Statur dafür haben. Ansonsten sieht es ein bisschen schwer aus. Dementsprechend, wie gesagt, das Hosengame bei mir ist im Frühling eher langweilig oder eintönig. Meistens ausgewaschen mit ein paar Distress Details in einem Loose bzw. Baggy Fit und dann kommt es halt nur darauf an, ob es eine Cargo oder eine Jeans ist. Aber wirklich viel tut sich da nicht. Mehr tut sich da bei mir, glaube ich, wieder beim Schuhgame. Jetzt die Oberteile und die Hosen waren ja nicht wirklich krass, aber ich glaube, bei den Schuhen stimmen mir einige zu, ist wieder ein bisschen Wind reingekommen. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass irgendwie die zweite Hälfte vom letzten Jahr nur noch Boots wirklich cool waren. Also ich persönlich habe ja, wie die meisten von euch wissen, werden fast immer meine Desert Boots getragen und habe mir dann gegen Ende des Jahres auch noch meine Roar Hiking Andreas geholt, die auch sehr, sehr hart sind. Und ich werde meine Boots auf jeden Fall auch immer noch weiter tragen, aber ich bin jetzt wieder so langsam in der Stimmung dazu, auch wieder Sneaker zu tragen. Ich sehe mich immer mehr wieder mit meinen ganz normalen Lauf- bzw. Runner-Sneakern rausgehen. Und da muss man einfach sagen, hat man aktuell auf dem Markt wirklich eine riesige Auswahl. Es gibt tausende New Balance-Paare, tausende Essex-Paare, tausende Reebok-Paare, die einfach nur nice sind. Um hier mal ein paar meiner Favorites aufzuzählen, auf jeden Fall der Essex GKR 014. Da habt ihr eine unfassbare Auswahl an Farben und teilweise auch Kollabos, die echt sehr, sehr cool kommen. Da kann man echt viel aussuchen. Generell Essex lohnt sich auszuchecken. Also die GLNYC kennen wahrscheinlich auch viele von euch. Sind auch sehr nice. Dann die Nike P6000er. Auch kein Geheimtipp mehr, die sind auch in sehr vielen Colorways verfügbar. New Balance 2002R, New Balance 1906R, auch unfassbar breit gefächert. Und zu guter Letzt ein kleiner Geheimtipp, die Reebok Premier Roads. Die stechen für mich persönlich sehr raus, weil die halt vor allen Dingen sehr günstig sind. Also solche Runner-Sneaker sind generell nie besonders teuer. Ich glaube, die teuersten sind da wahrscheinlich die New Balance, die mal ab und zu über 200 Euro gehen können. Aber die meisten kosten wirklich zwischen 100 und 200 Euro und eher Richtung 100 Euro. Aber diese Reeboks kosten halt wirklich unter 100 Euro. Das heißt, für die Leute, die da wirklich Geld sparen wollen, checkt die aus. Was Boots angeht, gibt es, glaube ich, gerade nur einen Boot, der ungeschlagen on top ist seit Ende letzten Jahres, und zwar die Timberlands. Auf jeden Fall zu Recht, das ist ein All-Time-Classic. Die werden wieder aus dem Trend gehen, die werden dann aber auch wiederkommen. Das ist No-Brainer, die kann man auf jeden Fall immer tragen. Da gibt es ja mittlerweile auch die verschiedensten Collabs von den ganz normalen Timberlands über die Supreme, Veneta Carter und sogar Louis V. Wenn ihr mich fragt, reichen da die normalen Timberlands völlig aus. Ich würde euch da sogar empfehlen, wenn ihr welche wollt, aber wisst, dass ihr die nicht oft tragen werdet, kauft euch die Vintage. Das habe ich bei meinen auch gemacht. Ich habe dafür meine nur 40 Euro oder so gezahlt und habe jetzt einfach fast neue Timberlands für 40 Euro. Die kann man easy in so Second-Hand-Stores holen. Das heißt, das lohnt sich auf jeden Fall. Meine Roars werde ich auf jeden Fall weitertragen. Und ich gucke auch mal, was so für neue Roar-Colorways rauskommen. Ich glaube schon, dass ich die auf jeden Fall noch weitertragen möchte. Und ja, Desert Boots. Brauche ich nicht viel sagen. Und an dritter Stelle, was Schuhe angeht, ist eine Sache, auf die ich mich auch jedes Mal freue, wenn der Frühling anfängt. Denn es wird wärmer und man kann endlich wieder in Slides rumlaufen. Ich liebe Slides, ich liebe vor allen Dingen meine Birkenstock Boston. Das ist auf jeden Fall eins meiner Essentials, die ich so im Frühling trage. Solche Denim Mules zum Beispiel finde ich auch super hart. Kann man super hart im Frühling tragen. The North Face Puffer, Hausschuhe, Sandalen, wie auch immer die heißen, sind auch sehr, sehr cool. Also alles, was in die Richtung geht, ist auch sehr, sehr hart und für mich perfekt im Frühling. Ja, Freunde. Und ich glaube, das war's von diesem Video. Ich habe euch jetzt, wie gesagt, einfach mal alles aufgezählt,
was ich denke, was im Frühling hart kommen könnte, was bei mir im Frühling hart kommen könnte. Wie gesagt, das ist natürlich ein komplett subjektives Video. Also ich weiß, dass es viele da draußen gibt, die sich anders kleiden als ich. Und das ist natürlich auch total okay. Genau deshalb habe ich das Video gemacht, dass man einfach ein bisschen mehr Inspo bekommt. Und damit es noch mehr Inspo gibt, würde ich mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ihr diesen Frühling tragen wollt. Schreibt es mir gerne rein. Vielleicht findet der eine oder andere dort noch Inspo. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, damit ihr die folgenden Videos nicht mehr verpasst. Nächste Woche kommt auch das Vorstellungsvideo von meinem Schmuck. Es freut mich unfassbar, dass so positives Feedback in den Kommentaren stand im letzten Vlog. Falls ihr den noch nicht geguckt habt, dann schaut den gerne an. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog wieder. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und haut rein. Ach, und checkt wie gesagt die Beschreibung. Da findet ihr erstmal alle meine Socials, Instagram, Twitch, TikTok, alles verlinkt. Und auch den Link zum Pinterest-Board, wo nochmal mehr Inspo-Bilder sind. Für alle Leute, die noch ein bisschen mehr Inspo brauchen. Ciao!